Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time und es wird Zeit, dass wir unsere Reise erneut als Kind beginnen. Grundgütiger, großer, alter, weißer, toter Deku-Baum, bitte. Tu es nicht. Wir sind wieder hier, nicht wahr? Hi, Navi. Ich glaube, ich muss jetzt hin, oder? L-R-L-Y-R-L. Die Melodie hört sich aber irgendwie für mich merkwürdig an, so nichtssagend. Es ist nicht das, was ich im Prinzip hören würde. Es ist sowas von egal, ob du das im Prinzip hörst oder nicht, weil du sollst da jetzt hingehen. Ja, sehr gut, Navi. Navi, du musst immer mal wieder probieren, ob dir nicht doch was schmeckt. Weil du solltest nicht darüber urteilen, bevor du es nicht nochmal probiert hast. Ja, ich bin mir sicher, diese Wüstenkiller werden irgendwann fantastische Freunde von mir sein. Ja, jetzt nicht gerade auf die Wüstenkiller bezogen, sondern einfach allgemein. Guck mal, ich weiß mittlerweile, dass man hier Käfer reinpflanzen muss. Ja, wow, das Einzige, was... Oder das, nicht das Einzige... Aber das, was mich am meisten an dich als Kind gestört hat, war, dass du die ganze Zeit Spinnen gefangen und dafür Löcher gegraben hast. Also Navi, es mag sein, dass mich meine Erinnerung trübt, aber später werde ich doch auch Spinnen einpflanzen. Ja, aber weißt du, der Unterschied da ist, dass wenn du diese... dass du sie innerhalb von ein paar Sekunden erledigst und nicht wie hier dran rumstammelst. Übrigens, ich muss jetzt noch was hier als Erwachsener machen, aber ich beginne jetzt hier erstmal, weil... Oh Gott! Ah! Wo hast du dein Schild? Oh, das ist hier. Ja, es wäre praktisch, wenn man es benutzen würde. Vor allem, wenn Krüge plötzlich angesprungen kommen und einen angreifen. Ja, also sowas kann man ja eher nicht ahnen. Es war jetzt nicht die größte Überraschung. Oh Gott, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht, Link? Link, was hast du gemacht? Amos Ritter, zerstöre ihn. Ja, okay, Moment. Verdammt, nicht dich selber treffen. Nein, böser Link. Okay, Moment, ich probiere es mal so. Ah! Es hilft nichts, Navi. Er ist zu mächtig. Ist das dein Ernst? Es ist eine Statue. Ah, ich glaube, ich gebe diesen Kampf lieber auf. Hallo? Wo kommst du denn her, Kleiner? Was willst du hier? Ich suche die Weisen. Ein Weiser? Keine Ahnung. Ist das jemand, der Vater und Mutter verloren hat? Das wäre, glaube ich, ein Weisen. Wow, Link, du konntest ein Wort richtig zusammensetzen. Ich bin beeindruckt. Ich habe mich umentschieden. Ich schaue den Tempel lieber an. Was? Bist du bescheuert? Das glaubst du uns doch nie im Leben. Oh, naja, weißt du, du bist noch zu klein. Der Tempel ist nicht der richtige Ort für Kinder. Geh woanders spielen. Naja, gut, dann will ich hier nichts. Ach so, du hast nichts Besseres zu tun? Na gut, da kommst du wie gerufen. Kannst du mir einen Gefallen tun, Kleiner? Moment, du bist doch nicht etwa ein Anhänger von Ganondorf, oder? Nein, ich hasse Ganondorf. Wow, Navi, dir ist schon klar, dass das hier oberster Boss ist. Chill mal. Nein, das muss man einfach so sagen. Ach, was? Du bist ganz schön mutig. Ich glaube, ich mag dich. Aber erst will ich mich vorstellen. Ich bin die Gerudo-Kriegerin Naboru. Ich gehe lieber allein auf Beutetour. Und noch etwas solltest du wissen. Ganondorf und ich gehören zwar demselben Volk an, doch wir sind grundverschieden. Oh, Navi, da haben wir gerade so der... sind wir gerade so der der Pistolenschuss ausgewichen. Was für ein Pistolenschuss? Hallo? Wenn Ganondorf ist Narsch, das darf ich ja wohl sagen. Ja, aber... Ganondorf und seine Anhänger haben auch Frauen und Kinder beraubt. Die hast sogar getötet. Wisse, das Gerudo-Geschlecht besteht nur aus Frauen. Nur alle 100 Jahre wird ein Mann geboren. Wow.
Das wusstest du doch schon als Erwachsener! Ja, wahrscheinlich weiß ich es in der Zukunft, weil ich es hier erfahren habe. Aua. Auch wenn es unser Gesetz so will, dass dieser Mann der König der Gerudo wird, so schwöre ich Ganondorf niemals im Leben Treue. Ach, wie war eigentlich dein Name, Kleiner? Ich hab nur gehört, dass du dich die ganze Zeit mit der Fee unterhältst. Der kleine Spaten da ist Link. Ah, danke. Link. Ha, was ist das denn für ein komischer Name? Naja, egal. Immerhin hast du eine Fee. Das kennen nicht viele hier. Kommt doch recht selten vor. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Schaffst du es, diesen engen Durchlass zu kriechen und einen Schatz zu bergen? Ich dachte, dieser Tempel ist zu gefährlich für ein kleines Kind wie mich. Ach, stell dich nicht so an. Es handelt sich um ein uraltes Diebesrelikt, die Silberhandschuhe. Damit kann man sehr schwere Dinge annehmen, verstehst du? Kleiner, aber denk nicht mal daran, dir die Handschuhe selbst unter den Nagel zu reißen. Das brauche ich. Du wirst irgendwann groß und stark werden, aber ich habe einen anatomischen Nachteil. Also, die Silberhandschuhe würden dir so oder so nicht passen. Sei anständig und bring sie mir. Ganondorf und seine Vasallen nutzen den Geistertempel als eines ihrer Verstecke. Nur mit den Silberhandschuhen kann ich mich hier hineinstehlen. Dann kann ich nicht nur all ihr Diebesgut an mich nehmen, sondern auch ihre grauenvollen Pläne durchkreuzen. Also, wie ist es? Machst du's? Ja. Navi! Danke, Kleiner. Wir beide werden Ganondorfs Tyrannei beenden, nicht wahr, Kleiner? Wenn du die Silberhandschuhe besorgst, dann werde ich mich bei dir revanchieren. Ich bin kein Kleiner. Oh doch, das bist du. Ich werde mich bei dir revanchieren. Was meint sie damit? Ich möchte doch deine alte Version wieder zurück. Was meinst du? Ach, sagen wir so, ich hatte immer das Gefühl, es gibt einen Nachteil in deiner Erwachsenenversion, aber mittlerweile nehme ich sogar die lieber in Kauf. Okay, ich verstehe dich. Ah! Was, mein Schild? Nein! Oh, das war wohl ziemlich scheiße. Tja, der ist wohl weg. Nein! Okay, gut, ich hatte nicht mit den Feuerbeißern gerechnet. Nicht schlimm, Kokiri-Schilder kann man nachkaufen. Aber, wow. Das Einzige, was hier wirklich schlimm in diesem Spiel ist, ist diese verballedeite Bumerang-Steuerung. Ich hasse die Bumerang-Steuerung hier. Danke. Weil, ja, die so ungenau ist. Ich weiß auch nicht, das hat man definitiv in Twilight Princess oder Wind Waker wesentlich besser hinbekommen. So. Die ja mal weggehauen. Genau, damit sich die Tür hier nämlich öffnet. Das ist nur die Frage, durch welche Tür gehe ich als erstes. Ich gehe als erstes mal durch diese hier. Ah, okay. Gut, damit bin ich hier. Erster Raum. Achso. Ne, Moment. Ne, wisst ihr was? Ich gehe erst andersrum. Das ist, erachte ich als sinnvolleren Weg, hier links rum zu gehen. Um die Skulptur, da kümmere ich mich schon noch, keine Sorge, aber... Wow! Ein Stahlfoss! Aber ich bin doch nur klein! Schubs ihn runter, Link. Wie, runterschubsen? Schubs ihn runter, du kannst es schaffen. Ja, so nicht. Ah. Ah. Da fliegt übrigens ein Tod rum, aber der greift zum Glück nicht an. Ja, ich seh's. Ah! Ah! So, jetzt schubst ihn runter. Schubst ihn runter. Der war doch schon unten. Ah! So. Okay, gut. Was wir machen wollen. Wenn ihr euch noch erinnert, das hier können wir mit dem Bumerang erledigen. Indem wir... Okay, gut. Dann haben wir den Tod hier paralysiert. Den wir hier um die Ecke werfen. Den Bumerang haben wir, weiß Gott, nicht lange benutzt. Also von daher kann man das schon mal vergessen. Oh, wow. Der Krüge. Warum greifen mich hier Krüge an? Na, weil ich alles hasse. Guck mal, ein neuer Dekoschild. Hey, der kommt wie gerufen. Ja, da war wohl irgendjemand sehr gnädig zu dir. Was glaubst du? Was glaubst du, woher der kommt? Meinst du, das war schicksalhafte Eingebung? Eine ehrliche Antwort? Nein. Hey, guck mal. Ein Feuerfuchs, Anubis. Dieser geht jetzt besonders anfällig für Feuer. Ach so?
Ja gut, dann greifen wir ihn hier mal aus der Entfernung an. Weil ich meine, Feuer habe ich außer Dins Entfernung nicht wirklich was, aber das scheint nicht wirklich was zu bringen. Okay, ich sehe schon. Nein! Oh Gott, Majora's Mask wird ein Spaß, mit, wo ich nur mit dem kleinen Link spielen muss. Ich bin es überhaupt nicht gewohnt, mit ihm zu spielen. Gut, ich probiere es einfach mal. Vielleicht erwische ich ihn, ja? Diesen Anubis. Also, Flammen fliegt! Genau so. Er brennt in der Helle. Wow, das war... ernsthaft. Ach, kann ich dieses Ding nicht in Ruhe lassen? Diese Klingenfalle. So. Mann, geht's mir hier wieder schlecht bisher. Okay. Gut. Was? Das reicht nicht? Oder machen wir es halt so? What? Okay, das muss ich jetzt nicht kapieren. Es gibt hier manchmal tatsächlich Fallen, die einen in die Irre führen. Das scheint mir hier so ein Fall zu sein, weil mir das überhaupt nichts bringt, das hier zu aktivieren. Also von daher gehen wir weiter. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Was ist ein Wandkrabscher? Ernsthaft? Ja! Du hast es erfasst. Und sie warten nur darauf, runterzukommen und dich anzugreifen. Ah! Hilfe! Hand! Ah! Oh Gott! Ah! Kleinere Hand! Naja, immerhin, dem bist du schon mal ausgewichen, aber es kommen noch viele, viele mehr. Ja, ich weiß. Ah. Und sobald dieser Käfig unten ist, werden sie alle auf mich stürzen und mich versuchen zu skalpieren. Ach komm, so schlimm wird's schon nicht werden. Doch. Fürchte schon. Was? Was hat mich gerade getroffen? Okay, gut. Hier. Kommt her, Flederbeißer. So, da ist noch einer irgendwo. Gut. Sehr schön. Oh, Herzen. Viele, viele Herzen. Gut, die hatte ich ja vorhin schon angeschwächt. Jetzt nochmal das Ganze und unsere erste Skulltula hier drin. Ihr merkt, habt wahrscheinlich schon durch die Kommentare von mir gemerkt, dieser Dungeon ist sowohl als, wird es sowohl als Erwachsener als auch als Kind erledigt. Es gibt jedoch 5 Skulltulas insgesamt, so viel zur Anmerkung. Nicht irgendwie, dass das getrennt ist oder so. Sondern, das ist ein ganz normaler Dungeon, der in 2 geteilt ist. Hey, cool, eine Truhe. Was meinst du, ist da drin? Ein kleiner Schlüssel? Ey, Navi, richtig. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie diese kleinen Schlüssel eigentlich funktionieren. Aber die habe ich am Brunnen benutzt. Und ich habe so ein paar Gedankenflash, als ich erwachsen war. Ja, das kriege ich hin, das kriege ich hin. So. Hier. Okay, ich schaue mich immer lieber nochmal um, aber sehr gut, hier ist nichts. Gut, hier hingegen eine normale Skulltula. Das ist kein großes Problem. Hier allerdings eine goldene. Wow, habe ich mich gerade verdreht. Hole ich aber nicht von hier. Die werde ich tatsächlich von hier oben mit dem Bumerang holen. Ansonsten, wie gesagt, verdrehe ich mich da ein bisschen schepp. Dankeschön. So. Hier, damit. Das sind, glaube ich, 43 oder so. 93 oder so, ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall so gut wie, oder ganz, ganz kurz davor, alle goldene Skulltula zu bekommen. Ja! Ja, Link, super Idee, super Idee. Greif die Steine mit dem Bumerang an. Irgendwann schaffst du es. Ja, warum bist du dann da hochgegangen? Damit du siehst, dass man da was machen kann. Ah, Moment. Willst du gerade die Sonne in die Luft jagen? Bring lieber den Exalfoss um. Ja, ich mach ja schon. Ah!
Wow, das war gar nicht schlecht. Ja, aber... Was mache ich da denn jetzt? Ah, guck mal, ich habe hier was gefunden. Vielleicht... Fantastischer Wurf. Moment, Moment, Navi. Hier, guck mal. Da ist eine Truhe. Hier ist eine Truhe. Und daneben ist noch eine. Da ist bestimmt irgendwas drin, was mir hilft. Okay. Weiß nicht, was ich mit denen will. Und hier... Geld. Bomben! Navi, hilf mir. Nimm deine Krabbelminen. Die Krabbelminen? Echt? Ja? Und jetzt lenke sie da hoch. Was machen diese Krabbelminen? Gegeben. Woher wusstest du das? Ja, da steht, zeige mir das Licht, es ist eine Sonne. Wir haben Krabbelminen bekommen. Das alles hat schon eine tiefere Bedeutung, mein Freund. Oh, okay. Na gut, das ist schon mal gut zu wissen, würde ich sagen. Ist jetzt nur die Frage. Kommen wir darüber? Ja, ich denk mal ganz scharf nach. Klein und dumm. Ah, Vogelscheuchen-Polka. Na, immerhin das hast du dir gemerkt. Ja, genau. So komme ich hin, aber... Aber ich kann noch meinen Greifhaken nicht benutzen. Ja, dann lass es da. Das kannst du dann als Erwachsener holen. Bitte werd wieder, stell wieder groß. Okay. Gut, dann belassen wir es. Dabei jetzt erstmal würde ich sagen, wow. Okay. Nächster Raum hier. Ganz viele Strahlenzyklopen. Da können wir ebenfalls unsere Krabbelminen einsetzen, die wir bisher wirklich wenig im Spiel eingesetzt haben. Hier sind sie in diesem Fall ganz nützlich. Wir müssen halt in die richtige Position kommen, um sie auch gut benutzen zu können. So. Genau. Übrigens, wenn ihr euch wundert, dass wir Karte nicht haben, Kompass nicht haben, etc. pp. Das ist zu diesem Zeitpunkt im Spiel vollkommen normal. So. Reicht das? Wo geht diese Krabbelmine hin? Vielleicht so? Okay, das haut gerade nicht so wirklich hin. Moment. Probieren wir es mal mit der normalen Bombe. Sehr gut, okay. Super, da haben wir alle Strahlenzyklopen erledigt und können uns jetzt normal um darum kümmern. Das sind wie immer diese 5 silbernen Rubinen, die wir einsammeln sollen. Und jetzt seht ihr auch mal, das zählt tatsächlich auch zu unserem Münzkonto oder zu unserem Rubinkonto dazu. Also es ist nicht so, als wären die vollkommen losgelöst davon. So, und eine andere Sache, in die wir eingeführt werden, ist, wie das hier in dem Dungeon funktioniert mit diesen Lichtern. Fantastischer Sprung. Navi, sei bitte ehrlich zu mir. Ja, ich kann entweder ironisch sein oder ich kann sagen, dass der Sprung das Schlimmste war, seit Klos vergessen haben, wie man springt. Los können springen? Sie haben es versucht zu probieren. Oder sie haben es versucht, als du angefangen hast zu springen. Weil sie davon so enttäuscht waren. Steine haben es versucht. Der Boden hat es versucht. Diese drehenden Dinger da hinten. Klingenfallen? Ja, die haben es jedenfalls auch versucht. Dieser Stein hat es versucht. Okay, Navi, ich hab verstanden. Genau, also wir müssen ganz, ganz oft diese Sonne hier aktivieren. Das ist auf jeden Fall etwas, dem wir häufiger in diesem Dungeon begegnen werden. Und darauf werden wir jetzt schon langsam herangeführt. So. In alter Manier, ein bisschen Rückgriff auf ein Rätsel, was Zelda sehr geprägt hat, was auch was auch sehr mit dem Zelda in Verbindung steht, was dieses Zelda maßgeblich inspiriert hat, nämlich
A Link to the Past, genau. So. Ich bin nur irgendwie zu langsam, habe ich das Gefühl. Und finde alle Fackeln irgendwie nicht. Okay, Moment. Ja, komm, geht euch die Klingenfalle durch. Gut, ich probiere das jetzt nochmal. Weil das eigentlich nicht so schwer sein sollte. Ja, lass mich in Ruhe. Ich lass mich sogar lieber treffen, damit ich schnell durch kann. So, wo ist denn jetzt die letzte? Na, wo ist die letzte? Nein! Okay. Nochmal. Letzter Versuch jetzt. Wobei, ich glaube, ich muss das sogar machen. Hier. Und jetzt. Nein! Böse Klingenfalle. Und jetzt zieh. Genau. Sehr schön. Warum nicht gleich so, mein Freund? Warum nicht gleich so? Okay, gut. Wo ist denn die Truhe jetzt? Achso, da hinten. Klingenfalle ausweichen. Ist natürlich schon mehr an Links kindlichen Fähigkeiten orientiert. Das merkt man schon. Aber es ist das Finale, was wir als Kind machen. Von daher in der Hinsicht genießen. Ein weiterer kleiner Schlüssel. Den können wir tatsächlich gut gebrauchen. Und zwar für hier. So. Goldene Skulptula. Nummer 3 bereit. Oder ist das hier 3? Ja doch, das ist bereits Nummer 3 in diesem Dungeon. Also ihr seht, wir kommen gut voran. Erste Hälfte des Dungeons ist so gut wie abgeschlossen. Ich nehme noch gerne ein paar Herzen mit. Und von daher, jetzt raus in die Runde. Hey, guck mal. Eine Statue. Ha. Wow! Die Statue lebt! Warum hast du es auch geschlagen, du Vollidiot? Ja, ich dachte vielleicht... Okay, der Eisenprinz. Nimm dich vor seiner schweren Axt... sorry, Hilfe! Nimm dich vor seiner schweren Axt nach. Schlage zu, wenn er seine Deckung vernachlässigt. Ach so. Nein! Jetzt zurück! Er hat dir gerade dein halbes Leben abgezogen. Ah! Hilfe! Setze Nairus Umarmung ein. Okay, okay. Und was bringt mir das jetzt nochmal? Du bist für 57 Sekunden unverwundbar. Oh! Okay. Das heißt aber nicht, dass er dich nicht zurückschlagen kann. Oh, oh. Okay. So, genau. Und jetzt zurück. So sollte es idealerweise aussehen. Problem ist, dass ich überhaupt nicht ins Angriffsmuster reinkomme, weil ich mich danach noch mit ihm wegbewegen muss. Aber dann seht ihr wenigstens mal, wie das aussieht, weil dieser Kampf ist das Kind echt bockenhart, aber... Ja, ihr seht... Nein... Wieso kann ich nicht einmal angreifen? Warum? Ja, das meine ich. Jedes Mal, wenn ich angreife, hat er sofort seinen Schlag. So kenne ich das doch eigentlich. Normalerweise geht das ohne allzu große Probleme, auch wenn es ein schwieriger Kampf ist. Aber dass er jedes Mal sofort Kontra gibt, das ist neu. Aber ja, also ihr seht, Nairus Umarmung ist vollkommen overpowered. Das war auch das letzte Mal im MP, dass wir das deswegen einsetzen. Aber interessant zu sehen, wie das Ganze mal funktioniert. Wow, du hast mir echt einen Noob. Oh mein Gott, Navi! Navi? Ich kenne den nicht, Eule. Ich bin nicht mit ihm. Hey, was ist, Link? Überrascht, mich zu sehen? Ja? Lange Jahre in der Zukunft bedeuten anscheinend gar nichts. Es sind nur wenige Sekunden vergangen. Sogar ich hatte gedacht, dass Reisen durch die Zeit reine Legenden seien. Link, du hast viel Erfahrung gesammelt. Ja, die er alle in seinem Masterschwert hat liegen lassen. Du bist immer noch gruselig. Das Schicksal Hyrules liegt von nun an in deinen Händen. Vielleicht ist meine Zeit jetzt vorüber. Hier ist dein letzter Rat. In diesem Tempelhaus sind zwei alte Hexen. Um sie zu vernichten, schlage sie mit ihren eigenen magischen Waffen. Dummheit, das muss ich doch bestimmt nochmal wiederholen, oder? Nein, nein, nein! Gut, ich werde dich weiterhin beobachten. Viel Glück.
Tschüss, gruselige Eule. Was glaubst du, warum er als Erwachsener nie mit uns geredet hat? Hab ich mich auch gefragt. Ja, ich hab da eine Theorie, aber ich glaube, das ist dir zu hoch. Hä? Frag mich wieder, wenn du erwachsen bist. Okay. Hey, guck mal, ich hab die Silberhandschuhe. Aber ich... Naja... Mir sind sie wohl zu groß. Und ich hab sie Naburo versprochen. Ja, das solltest du wirklich... Oh, Moment. Wir könnten das... einfach mitnehmen? Ey, was macht ihr miesen alten Weiber mit mir? Hä, was? Hä? Wow. Ah, lass mich! Hä? Was geht hier ab? Oh, wow. Ihr widerlichen alten Hexen! Ihr seid Gandalfs eklige Sklaven! Ja, ich darf für uns kommt eine Hilfe zu spät. Flüchte, Link! Schnell! Hör doch auf! Hör doch auf, die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, du blöde Kuh! Verdammte Hexen, sie setzen schwarze Magie gegen mich ein! Ja, wir können Glück haben, wenn sie uns letztlich bemerkt. Sei still, Link. Okay, gut. Gut. Naburo hat es nicht versaut. Gut. Was ist mit ihr geschehen? Ja, die ist wohl hin. Was? Wobei, ich habe eine bessere Theorie. Aha. Ja, im Gerudo, in der Gerudo-Festung haben wir gehört, dass Naburo Gandalfs erste Offizierin ist. Aha. Wahrscheinlich wurde sie gerade gehirnmanipuliert. Aha. Ach Gott, verdammt. Nimm die verdammten Handschuhe und zieh sie an. Kann ich nicht. Du weißt doch, dass es mir nicht passt. Dann werde nicht groß. Geh zurück zur Zitadelle der Zeit. Okay, dann mache ich das. Und, Part vorbei? Ja, Part vorbei. Okay, dann haben wir jetzt unseren finalen Stand mit Kid Link getan in diesem Spiel. Ist das endgültig vorbei? Im nächsten Part werden wir nicht gleich mit dem Geistertempel jedoch weitermachen, sondern erst einmal natürlich das beim Wüstenkoloss noch erledigen und dann werde ich tatsächlich mich in die Arena in der Gerudo-Festung begeben und die erledigen erstmal und dann können wir weitermachen. Also das steht an. Ich hoffe, ihr steht mir bei. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, The Legend of Zelda Ocarina of Time.